Hallo, willkommen. Mein Name ist René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du wieder dabei bist. Das ist das Tasmanian Tiger Admin Pouch und ja, dieser Admin Pouch, was der kann und welche Funktionen er hat, das schauen wir uns jetzt an. Im Vergleich dazu jetzt zum Beispiel die Firma Maxpedition Pocket Mini. Ja, das ist ungefähr von der Größe her genauso wie dieser Admin Pouch. Und wenn ich jetzt das Tasmanian Tiger Produkt dazugeben kann, ja, dann würde jetzt zum Beispiel das Tech Pouch 1 Trema dazu passen. Einfach so her vom Gefühl her, von der Größe, damit du weißt, was da überhaupt reinpasst. Wenn wir es uns einmal anschauen, außen eine relativ große Klettmöglichkeit, um irgendwelche Patches draufzugeben, Erste-Hilfe-Patch oder was auch immer. Dann zwei Wege Reißverschlusssystem mit guten Kordeln drauf, damit man es auch wirklich gut anpacken kann. Hinten natürlich wie immer Molle-System. Und was interessant ist, das ist nämlich etwas, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht. Hier hinten ist auch noch ein Einschubfach. Und das sind da, und da mag ich dich jetzt ein bisschen näher herholen, damit du das gut sehen kannst. Ja, schau, da sind da auf der einen Seite zwei solche Gummilaschen eingebaut. Das ist auf der anderen Seite genauso. Und damit kannst du ja irgendwelche Stifte oder andere Dinge drinnen fixieren und festmachen und hast von außen gleich Zugriff, ohne den Zip aufmachen zu müssen. Wie wir von Tasmanian Tiger kennen, natürlich Top-Verarbeitung, da stehen keine Fäden weg, alles bestens. So, jetzt machen wir es mal auf und werfen einen Blick ins Innenleben dieses Admin Pouch. Und ja, ich muss sagen, die Aufteilung ist sehr, sehr interessant, aber es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das erste Mal zumindest, und zwar, weil es der Länge nach aufgebaut ist. Ja, also es ist nicht der Höhe nach, so wie man das bei sehr vielen kennen. Wie man, wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, auch etwas von Maxpedition, dann funktioniert der eben so, auf diese Art und Weise, ja, zum Aufklappen, also so. Und das ist eben ja bei dem Admin Pouch ja anders gebaut, und das hat mich das erste Mal doch ein bisschen irritiert. Wollte halt einfach dazu sagen. Hier hast du einen Zugriff mit einer Glassicht, das heißt, du siehst hier innen drinnen, was sich darin befindet in dieser Abteilung. Das ist sehr praktisch, das ist gut. Alles verschlossen mit so kleinen Klettern. Da muss ich aber dazu sagen, die sind relativ klein, also da muss man schon genau hinarbeiten. Das ist halt bei dem so, wobei stört nicht wirklich. Dann hast du hier dann noch, bleiben wir gleich da, eine Lasche. Das heißt, du kannst hier jetzt zum Beispiel einen Stift durchstecken oder manche haben Pinzette drinnen. Kommt drauf an, wie man es einsetzt, aber Einsatzgebiete schauen wir uns mal in einem eigenen Video an. Dann hier hinten eine große Tasche. Ja, da, hier hinten eine große Tasche. Dann da eine Tasche. Ja, die kann man relativ weit aufmachen. Also die ist, ja, die ist mächtig, finde ich. Hier genauso. Sind gleich, und außen sind dann nochmal solche Streifen drauf, da kann man auch nochmal was einschieben. Hier auf dieser Seite, auf der linken Seite nur einen, auf der rechten Seite sind es zwei Einschubmöglichkeiten, um Dinge reinzubringen, dann wieder Schlaufen hier und natürlich auch die Schlaufen da, haben sie auch nachgedacht, da kann man auch was durchstecken, also das ist auch vernünftig gemacht. Ja, gut verarbeitet, schön verarbeitet. Für was kann man es einsetzen? Also erstens Erste Hilfe natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite, um das Survival Kit, EDC Kit immer mitzuhaben. Es gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich habe es halt in Oliv, aber schwarz geht das genauso. Das ist einmal der erste Überblick, was dieses Tasmanian Tiger Admin Pouch für dich tun kann insgesamt. Und wenn es dich interessiert, es kommen dann auch Videos dazu, was man mit diesem Teil auch wirklich einfüllen kann. Das soll es gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn du das Video teilst. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Das würde mich irrsinnig freuen, wenn du das erste Mal hier bist und ein Abo dalassen willst, weil du öfter solche Produktvorstellungen sehen willst. Das würde mich auch irrsinnig freuen. Ja, Kommentar. Hast du das Admin Pouch im Einsatz? Wie hast du dein Gefühl zu dem Ganzen? Das würde mich ganz einfach interessieren. Ich mag Danke sagen an der Stelle. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.